Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute kurz das Highbike Tracking 3.0 vorstellen. Es ist ein Modelljahr 2016, wir haben aber bereits die aktuellen Komponenten wie Motor und Akku verbaut. Und zwar sehen wir hier den Bosch Performance Line CX Motor. Das ist eigentlich der neueste Motor, den wir haben. Wir haben hier einen Motor mit 75 Newtonmeter. Dann haben wir hier ein Powerpack 500 für eine maximale Reichweite. Laden kann man das Ganze direkt hier, man kann den Akku aber auch wegnehmen und es dann von unten laden mit der ganz normalen, gewöhnlichen Haussteckdose. Wir haben eine SR Suntor Federgabel, Tektro Bremsen, und wir haben einen SRAM NX Schaltung und einen SRAM NX Wechsler. Das Display sieht wie folgt aus. Hier haben wir die Infotaste, können wir alle Infos abfragen wie Strecke, Uhrzeit, Maximalgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit etc. Reichweite in diesem Modus. Sobald wir hier hochschalten, wird sich das verändern. Und mit der Reset-Taste könnt ihr alles zurücksetzen, außer natürlich die Strecke gesamt. Und auch die Uhrzeit, die müsst ihr über diese Tastenkombination 2-3 Sekunden draufbleiben. Dann kommt ihr in das Menü, wo ihr die Uhrzeit anpassen könnt. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen über das Highbike Tracking 3.0. In einem nächsten Video zeige ich euch dann noch, wie man oder wie es sich dann fährt. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber E-Bike fahren.